Hilf mir doch mal! Ich dachte gerade, ich hab die Welt verlassen. Hast du deinen Nocken frisch geschmiert, oder? Ja, ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Hast die Backen geschmiert? Ich dachte mir, weil ich zum Schluss, wo wir bei Eddie waren, hat es schon schlechter gebremst, als da, wo sie die Bremse gemacht haben, weißt du? Ja. Dachte ich mir, mache ich jetzt einfach das Gleiche. Aber irgendwie bremst die jetzt gar nicht mehr. Obwohl, ich habe auch bloß Fett dran nehme und so eingebaut, wie sie gesagt haben. Und dann halt falsch gemacht. Vielleicht ist der Bremsenrein ja noch nicht ganz verflogen oder so. Ja, willkommen beim dämlichsten Versuch Deutschlands. Heute den Rekord. Naja, zu brechen werde ich heute eh nicht schaffen. Aber ich probiere heute mal wenigstens in den Bereich zu kommen, wo Eddie da schleift. Ich bin mal gespannt. Das wird auf jeden Fall mal wieder richtig geil gefährlich. Vor allem, wenn die Bremse jetzt irgendwie vom Gefühl her. Obwohl. Das ist wirklich irgendwie gut. Ich glaube, das liegt wirklich der Bremse rein, der war jetzt nicht weg. Also Eddie meint, wenn du stehst, dann musst du auf jeden Fall blockieren. Ja, das tut's denn. Wir müssen noch mal einen schönen sonnigen Tag aussuchen. Nervt mich bald sogar ein bisschen die Sonne, aber wenigstens ist es heute relativ windstill. Mal wieder unser Spot. Wir stehen zwar noch nicht ganz an der Stelle, aber 50 Meter weiter ist unser Käsewerksspot. Dann probiere ich mal ein bisschen. Ich habe eigentlich ja keinen Bock, weil das ist einfach krank. Diese Höhe ist krank. Und jetzt heißt es, ich muss 18 Meter in dieser Höhe schaffen, um den Simson-Weltrekord zu brechen. So dumm! Warum mache ich das? Aber ich habe es ja selber entworfen. Oh nein, ich habe meinen Brustpanzer vergessen. Ja, beim Schleifen bist du dem Boden schon ziemlich nah. Fällst du nicht mehr so tief. Scheiße, hole ich den jetzt noch? Ja, ich hole den noch schnell. Ja, ist besser, glaube ich. Und dann positionieren wir uns mal auf unsere Stelle. Bis gleich. Scheiße sein. Irgendwas ist jetzt anders. Obwohl, das geht ey. Und wenn ich fahre, fühlt sich scheiße an, aber im Stand fühlt sich ganz geil an. Warte mal, ich muss mal nochmal. Noch eine Umdrehung. Ja, so ist schon. So ist schon Grenze. Aber ich muss ehrlich sagen, ey. Ich hab mich den ganzen Tag irgendwie davor schon zerstreut. Dieses Gefühl. Du bist so, das ist extrem eklig. Ich meine, der normale Wheelie hat sich auch schon mal eklig angefühlt und jetzt ist er für mich eigentlich normal. Deswegen nenne ich ihn auch normal. So, ich fahre mich mal ein bisschen in und guck mal, ob die Bremse hinhaut. Ansonsten, weiß ich nicht, müssen wir noch mal in eine Werkstatt oder so. Ja, das muss sitzen, sonst brauchst du halt nicht anfangen. Ja. Was ich noch sagen wollte, ich kann jetzt irgendwie One-Hander schon. Ich habe das, habt ihr im Video, wo wir bei Eddie waren, schon gesehen? Ich habe das davor immer kurz probiert. Ich muss sagen, das fällt mir echt leicht. Also, ich glaube, ich bin so einfach mal eine Runde gefahren, bevor wir zu Eddie fahren sind, weil ich gucken wollte, ob am Moped alles klappt und so. Und dann habe ich mir da, ja, probiere ich einfach mal, nimm eine Hand weg. Also hab den Fuß hier untergeklemmt, Hand weggenommen und dann ging schon so gute 10 Meter. Auf immer hier mehr, ja, mach's einfach mal. Also wird da leider keine Challenge draus, das kann ich irgendwie. Aber das Schleifen hier, das wird auf jeden Fall eine mächtige umso Challenge. Mehr, ja. Umso mehr, ja. Ich meine, ich hatte ja mal diesen Schleifer dran, weißt du? Ja.
Damit wäre das easy. Aber wir wollen ja gleiche Voraussetzungen. Die gleichen Voraussetzungen haben wie die anderen. Haben wir ja gesagt, die 20 cm unter Gepäckträgeraufnahme. Ich habe glaube ich 15 oder so. Ich glaube, die Bremse reicht heute nicht. Alter, das ist so ein ekliges Gefühl da oben, ey. Und das ist noch nicht mal ansatzweise der Punkt. Ey, ihr glaubt nicht, wirklich, ihr glaubt niemals, wie schwer das ist. Das sieht so einfach aus auf den Videos. Sag mal, wie hoch hast du jetzt gesehen, wie viel da noch war? Nö. Okay. Und man selber hat auch gar kein Gefühl, wie viel da noch kommt. Ich war noch nie in dem Bereich da oben. Beziehungsweise da unten. Ja doch, die Bremse ist ganz gut. Ich glaube auch, dass die sich jetzt mal zu mal immer besser einbremst. Aber Eddie würde trotzdem sagen, dass die zu schlecht ist. Naja, ich bin auch Schlechtes gewöhnt. Oh. Mann, ey. Ist das scheiße hoch? Das fühlt sich. Kann ich mal kurz in die Kamera gucken, wie das aussieht? Ja, kannst du. Alter. Zeig mal. Junge, das fühlt sich so eklig an. Boah, da fehlt ja noch eine Menge. Ach du Scheiße. Leg mich am Arsch. Ey. Weißt du, du denkst ja schon so. Oh, oh, oh. Dann guckst du das Video an. Da sind sie noch 10 cm. Ja, aber die kommen ja schnell, dann, oder? Die kommen schnell. Dann kannst du wissen. Ja, weil dein Vorderrad, das Gewicht vom Vorderrad wirkt dann quasi als Hebel nach hinten. Ja, okay. Und dann rasch. Und dann hängst du ja noch mit 80 Kilo dran. Alter, ey, da scheißt du wirklich, du scheißt dich komplett ein. Da ist Stand-up, One-Hand, weiß ich was für eine Geschichten. Es ist Faxen dagegen, wirklich jetzt. Und du hast die ganze Zeit den Gedanken, du klatscht gleich richtig mit dem Rücken. Für so eine Geschichten, wenn ihr das nachmachen solltet, wenn ihr an der Challenge teilnehmen wollt, ey, bitte zieht einen Brustpanzer an. Ich weiß nicht, wenn ihr da aufklatscht, vor allem bei einem Speed, ja. Du musst ja auch, wenn du ein paar Meter schaffen willst, musst du ja richtig Speed haben. Man sieht ja, wenn Eddie anfährt, der fährt ja im vierten Gang an. Alter, der kommt ja safe mit 40, 50 Sachen an. Wenn du da mit der Wirbelsäule auf der Straße lang ratscht, Alter, das zieht bloß eure Brustpanzer an. Aber ich muss es schaffen. Das ist ganz wichtig im Kopf zu haben. Festhalten, festhalten, festhalten. Hm. Ich hab's ja jetzt schon 6 Mal oder so gehabt, dass ich nah an dem Punkt bin und dann meine Füße runterlasse. Und dadurch ist mir immer der Auspuff kaputt gegangen. Weil sobald du die Füße runterlässt, ja, sackt die rechts. Karre irgendwo hin, meistens nach rechts. Was soll jetzt kommen? Ich probiere. Oh, können wir nicht einfach ein bisschen schönen Kaffee jetzt auf der Couch? Müssen wir den Scheiß jetzt hier machen? Ist doch kein Scheiß, ist doch geil. Mach mal. Da scheißt sich wirklich ein. Ich hab kein Moped.
So, nächster Versuch. Und jedes Mal hofft man einfach nur, dass man drauf bleibt. Das meine ich. Aber hat die Schlürfen. Hat die Schlürfen. Aber war jetzt auch irgendwie gar nicht so schlimm. Ja, siehst du. Ich habe irgendwie meinen Kopf so ausgeschaltet. Ich wusste halt irgendwie, okay, ich lasse mich jetzt einfach mal fallen. So. Aber ich bin jetzt schon mal so ein bisschen im Feeling. Ich sag mal so, es fühlt sich jetzt weniger so an, als ob man so aufgeregt ist, sondern ich mache einfach. Das ist ganz wichtig. So ein Scheiß drauf Feeling. Scheiß drauf, was passiert. Mann, ey. Das war so hoch schon. Mann, ey! Fuck! Hat eigentlich kurz eingeschissen. Das war ein bisschen, das war nicht so die Gehaltsstimmung. Boah, mein Herz, Alter. Ich dachte irgendwie gerade, ich flieg ab. Alter! Oh, da fehlt einfach noch was. Oh, mir fehlt einfach der Arsch in der Hose, Alter. Meintest du nicht, du willst hier Felgen zentrieren üben und so? Ja, also ich würde es gern können, ja. Ich glaube, seitdem ich da eben so eingeschlagen bin, so schräg mit dem Vorderrad, ja, die Felge noch mehr vorne. Also die schlackert jetzt richtig. Kannst du gleich probieren. Naja. Oh Mann, warum muss denn immer alles kaputt gehen, Alter? Was ist der? Das ist halt hier Fahren am Limit. Fahren am Limit. Meinst du? Ich bin okay, die Kamera halten. Was ist das? Fuck! Komm jetzt, Alter. Irgendwas ist Schlürfen, oder? Irgendwas hat die Schlürfen, aber ich hab's nicht gesehen. Alter! Hat sich irgendwie so angehört. Hat irgendwas geklimpert oder so? Nee, das war hier. Oder? Ich hab das Orange so ein bisschen schleifen lassen. Halt. Wenn er das klimpert, ja. Ja. Aber dieses... Ach so, ja. Ich glaube, ich hab die Spitze vom Fritzschutz da. Vom Förderbandgummi. Aber ich krieg das hin, glaube ich. Ah, die Sonne ist schon wieder, ey, Alter. Komm, nee, ich laber jetzt nicht lange rum. Ich will das einmal heute schaffen, ey. Boah, aber das ist richtig krank. Junge, du musst halt den nötigen Speed haben, sonst wird das gar nicht. Weil du, ehe du dich bis zu diesem Punkt hinbremst, verlierst du so viel Geschwindigkeit. Weil du lässt dich ja nicht einfach reinfallen. Du lässt ja. du bremst ja sanft rein und lässt die Bremse mal langsam mal los, aber korrigierst dann. Und in dieser Zeit verlierst du schon so viel Speed, dass du sanft aufkommst mit dem Arsch. Weil sonst knallst du nach hinten und dann, keine Ahnung, das will ich gar nicht erleben. Weiter geht's. Oh. Da gerade Jesus kommt. Jesus. Ich dachte gerade, ich hab die Welt verlassen. Alter. Die Prophezeiung.
Kennst du diese Memes? Wo da so einer mit so einer Spielzeugpistole in eine Bank geht oder so. Und dann geht der so rein und man sieht aber vorne so ein roter Punkt drauf. Das ist so Spielzeug halt, ja. Ja. Und der Banktypi da, Kaufmann, zieht eine richtige Pistole. Dann sieht man bloß noch den mit der Spielzeugpistole und dann auf einmal in der Hölle so. Nee, im Himmel so. Ich dachte gerade, das ist dieser Moment so. Ich komme so hinten auf und bam, bin ich so im Himmel. Ey, aber das war doch, oder? Jo, das hat die Schlöwen. Aber ich bin nicht drauf geblieben. Komm, das schaffe ich. Das war schon mal. Also ich weiß jetzt, wo ich hin muss. Ja. Jetzt nur noch drauf bleiben. Also drauf bleiben, nicht sein. Gut, jetzt komm, jetzt schaffe ich's. Wenigstens bleibt heute der Auspuff dran. Das war gut. Nein, mein Sprint. Der war doch gut, oder? Alter, ich dachte, das Moment fällt voll auf mich rum. Aber Juri da. Das war geil! Ich bin noch mal drauf geblieben! Ja! Kann ich mal gucken? Dieser Moment! Guck mal! Ich komme jetzt zu diesem Punkt. Ja, ich schleife jetzt. Okay, ich schleife. Und jetzt? Scheiße! Und dann kippt die Karre auf die Rolle. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Du kommst aus der Situation nicht raus. Du kriegst die Karre. Ich stand ja mehr oder weniger. Du kriegst das Vorderrad nicht mehr runter. Ey, aber das ist komplett geil. Das macht Spaß. Alter. Okay, du liegst denn da? Beziehungsweise saß ich ja noch. Ja. Ist das eigentlich physikalisch ist für eine Situation? Nico, Thumbnail! Mach Bilder, alles! Hilf mir doch mal! Nico! Was sag denn mal? Das Ding an dich! Okay, Karl, ich hab's. Hast du? Ich würde sagen, weit ausholen. Also, das war noch ein guter. Ich komme jetzt hin. Ja. Ich bleibe auch drauf vor allem. Ich glaube, das ist eine gute Ausgangsposition fürs nächste Video. Da können wir auf jeden Fall reinstarten. Ich brauche halt bloß Speed, ja. Ja. Ich komme jetzt auf jeden Fall schon mal an den Punkt. Oh, geil. Das ist so richtig Plan hier. Jetzt muss ich nur noch mehr Speed haben, um ein paar Meter zu schaffen. Und dann vor allem 18 Meter zu schaffen, Alter. Wie viel waren das jetzt? Das waren Meter, oder? Ein Meter vielleicht. Also einen Meter habe ich heute geschafft. Ja. Yeah. Gut, wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt. Kranke Stunts mit Tom. Und vor allem mit den Jungs, ja. Haut rein, ciao.